So, jetzt sind wir zurück. Mit diesem komischen Bug. Ja, hier gibt es immer komische Bugs. Leider. Okay. Dann übernimmt deine tolle Ember. Warum war ich nicht mehr dort, wo ich gespeichert habe als Binoko? Vermutlich der Verbindungsdelay. Weil du kannst dich hier bei mir bewegen, obwohl du. Das kannst Muss ich bei die Tür diesen. eigentlich jetzt nochmal öffnen? Zum Dschungel? Follow me. Okay, Ich geh mal rüber. Binoko. Ich geh grad rüber und schau nach. Ja, ich muss die nochmal hacken, die Tür zum Dschungel. Ja. Das ist nicht witzig. Wenn ist ja ein Tor offen, ja. Okay, das ist irgendwie trotzdem auf. Ah, die Tür. Okay, Yep. ja. Ah, da muss schon Ember drüber. Disconnecting. Auf wen darf ich denn jetzt gefahrlos wechseln? Auf jeden Fall auf Ember, weil da ist Stromgefahr. Stromgefahr. Jetzt bewegst du dich, ey. Warning. Da muss man auf jeden Fall an dir parieren. Okay. Diesem öffnet Sieht sich. irgendwas. Hier ist ein. Ist auf jeden Fall ein Hebel, aber macht irgendwie im Garten nichts. Seltsam. Ich kann nicht mit André darüber, der wird ja zu Tode schockiert. Ich leg mich auf den Boden und du gehst einfach über mich. Das ist so einfach. Vielleicht der Knopf daneben? Vielleicht der Knopf hier vorne? Damit kann ich nicht interagieren. Ist doof. Den muss ich auf jeden Fall gedrückt halten, den Hebel. Okay, haben wir gedrückt. Vielleicht muss ich Minoko von der anderen Seite öffnen. Ich gehe gerade zu Noko. Minoko. Okay. Damit ich auch sehen kann, was du hier alles gemacht hast. Obwohl, nee, der Strom ist jetzt aus. André kann Zeug Also, reparieren. okay, da läuft ein elender kein Ball herum bei Minoko. Dann lasse ich das mal. Achso, du bist immer hier gewechselt. Oh, hier vorne hin. Geh rüber, sonst wirst du zerquetscht. Oh, schnell, 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 schnell. Oh, das ist so knapp. Das war sehr knapp. Knapp ist mein zweiter Name. Knapp daneben, aber. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Nur da bin ich im virtuellen Dschungel. Bei dem Platz habe ich noch gute Erinnerung. Yep, der virtuelle Dschungel. Oh! Okay, die habe ich jetzt nicht Erinnerung gehabt. Hat die weniger. Wegen in Erinnerung. Ja, nur den Platz sagen. Also virtuellen Erinnere Bäumchen. mich irgendwie an Thief Gold. Hey, Chicken, willst du mal Thief Gold spielen? Voll tolles Spiel und so. Oh, da war ja Spinnen, hab ich halt vergessen. Ja. Kater ist jetzt nicht schattenreich verbannt worden. Dann Das schicken, gibt es sowieso holen. nur in der englischen und deutschen Version. Im Japanischen ist er tot. Tot, tot, tot. Und was bringt das jetzt, hier oben gewesen zu sein im virtuellen Dschungel? Müssen wir irgendwas einsammeln? Warte mal, ich muss gerade Kater wieder nach oben schicken. Der wurde ja als schattenreich verbannt. Durch die edlen Mutanten. Ernsthaft, ich muss zweimal auf den Knopf drücken, damit der Fahrstuhl nach unten gesenkt wird. Wow.
Lalala, was für Musik. Hier ist irgendwie nichts. Sind mal gut erkunden. Ich laufe hier schon im Kreis. Hier ist einfach nichts. Ach, über uns ist Target. Ah, Projekt. Die Projektoren. Sind die Bäume schon mal weg? Ja. Was hat es gebracht, die Bäume wegzumachen? Das. Seid ihr keine Beine? Seid ihr keine Beine angepisst? Weil die mögen Bäume. Follow me. Oh Mist, wir mögen auch Bäume. Oh, keine Beine. Aua. Wow, die Stunlocken einen voll. Das erinnert mich an Bane in Arkham Origins. Der Kampf auf dem Dach. Ja, ist auch frischer. Okay, ich habe die Zeit erledigt. Oh, kurz von Checkpoint. Ernsthaft? Wow. In dem Gang, wo die kamen, wir waren Checkpoint. Okay, ich warte gerade hier oben auf euch. Mein Hall of Mirrors. Oh nein. Oh nein. Ich war gerade auf euch beide hier oben. Aufzug. Wie funktioniert es beim ersten Mal? Das Spiel hat Mitleid mit Chicken. Hm. Aber nehmen wir es mit Rappi. Der hat es nicht verdient. Aufzug. Wie viel noch eine Ladestation? Aufzug gesagt. Runterrufen muss ich nur einmal drücken. Hochzufahren zweimal. Da hast du deinen doppelt und dreifach Rappi. Hm. Der Fahrzeug. Fahrstuhl ist. Nee, der Aufzug ist sau Scheimeimer. Aufzug, warum bist du so doof? Wir sind nicht gerade nachgefahren rum. Ja. Es sind sehr viele Sackgassen, wo die Gegner sich verstecken könnten. Recharge-Ding. Karte, du hast mehr Strom zur Verfügung. Ach nee, das ist zum Aufladen. Oh. Genau. Ich habe das jetzt gerade mit einer Batterie verwechselt. Hm. Ah. Dummi, dumm, dumm. Chickens Gehirn funktioniert wieder nicht. Mein Gehirn ist tot. Mein Gehirn ist tot. Schalalalala. Ein Spiegellabyrinth. Ich hab schon einen letzten Gegner. Komm in der Grube der Verzweiflung. An Karte, wieso folgst du mir nicht? Schon den ersten Gegner ich in Abgrund gefallen. Was zur Hölle? Ah, ich hab von lauten. Ich hab von lauten lautes Geräusch gehabt im rechten Ohr. Ich hab keine Ahnung, wo diese Geräusche herkommen. Vorne scheint es weiter voranzugehen, weil da ist ein Loch im Boden. Schauen wir gerade noch die anderen Bereiche an. Nein, da war ich schon. Vorne war ich noch nicht. Ist auch noch ein Spiegel. Da ist voller Spiegel. Hat okay. Ich meine Spraydose, um die Spiegel zu markieren. Leider nicht. Okay. Wir müssen nicht hier entlang. Haut da solche Hallen. Oh. Mist, keine Balle. Da willst du schützen, Feigling. Geht da unten. Okay. Es geht also nicht nach unten. Oh, Kannibalen mit Speer. Ich kann ja nicht. Über den Holzbalken klettern. Also wir müssen nach oben, nicht nach unten.
Nee, einfach nur über den Holzverriegelungen. Obwohl ich gerne mit Spider hochgucken. Ist hier oben irgendwas? Nehme ich erstmal hier um, also voraus. Keine Gegner. Lüftungsschacht ist nutzlos. Haha. Oh, das sieht nach einer Falle aus. Carter ist irgendwie weg. Was? Sag mir nicht, er ist in den Abgrund gestürzt und gestorben. Naja, nee, ich bin mit ihm vorangegangen. Achso. Na, zu sehen, was sich weiter vor allem geradeaus befindet. Ach so, der Holzbalken. Ja, weiteren Räumen mit dem Haha scheint sich eine Falle zu befinden. Ich lasse es im Kater aber hier. Was? Aha. Das war kein Spiegel. Ich dachte, da unten wäre ein Spiegel. Der hat mich verarscht. Ja, durchschießen. Muss man irgendwie rumkommen können. Die haben einen Holzwagen so aufgestellt, dass es aussieht wie ein Spiegelbild. Arschlöcher. Vielleicht irgendwo ein Knopf oder sowas. Ist auf jeden Fall am Seil befestigt. Ich komme gerade wieder mit Ember zurück. Spider kann keine Seile zerschneiden, oder? Kannst versuchen. Der kann schon einige Dinge machen, die eigentlich nicht machen können. Das ist zum Beispiel Hebel umlegen. Ach nee, das ist ein, das war kein Seil, das war so... Kannibale, Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! Ja. Senk. Müsste Säugel fallen. Haha, in den Abgrund gestoßen. Aha, ist er beschuldigt, Gelia. Das ist gut. Ah, hier ist ein Loch in der Wand. Ich komme mal schnell mit Ember zurück. Ja. Mal wieder. Nach dem 10.000. Sturz. Dann spiele ich mal ein bisschen mit Black Rover. Ich wundere mich, wie die das Haha da unten aufgemalt haben. Oder auch nicht. Oh, kein Spaß mit Black Rover. Okay, geht's wieder nach draußen. Im Außenbereich. Was haben wir hier? Sand. Ein Loch. Ein Loch und... Sicherheitsding. Sicherheitsbereich. Da schauen wir mal, was hier sicher, also gesichert wurde. Ein Checkpoint wurde gesichert. Kannst du also schon Karte hinschicken? Ja, ich komme ja schon. Schau mal gerade, was hier draußen so zu sehen gibt. Ich in meinem hohen Alter von... Keine Ahnung, wie alt wir hier sind. 12? Oh, 12 Jahren. Ein Käfer. Okay, ein Gegner ist aber direkt in den Tod gestürzt. Der wollte aber auch nicht mehr. Ja, ist er direkt in den Abgrund gestürzt. Auf jeden Fall brauchen wir André hier. André, ich komme schon. Yep, zeigt, unterhalb des Ausgangs befindet sich ein kaputtes Panel. Ein Panel. Ja, er war ein Kannibal und einer ist hier vorne von dem Holzplanke einfach in den Abgrund gefallen. Der dachte, er könnte hier aufs Dach drauf springen. Schön, mal wieder draußen zu sein. Oh, es wird eingefahren. Schnell aufstehen. Tschüss, André. Oh, du Gebadi blockt. Es fährt ein aus. Okay. Weiß nicht, was zu tun gibt. Hier ist ein Metallsteg. Direkt unterhalb des beweglichen Dachs.
Okay, ich dachte, ich könnte drauf kommen. Oder? Ach nee, das ist ein Geländer. Oh, nicht Geländer. Das ist ein Steg am Rande des Dachs. Vielleicht kommen wir darauf. Oh ne, können wir nicht. Hey, verdammt mal, lass einfach drauf. Oh nein, vielleicht mal mit Spider ein bisschen gucken. Spähen. Weil wenn der sich wieder aussieht, drauf springen. Yep, jetzt bin ich auf dem Dahlsteg. Was bringt mir das jetzt? Ich fahre immer noch in den Abgrund. Vielleicht der Knopf da unten? Das ist wieder so eine Präzisionsarbeit, scheiße. Und ganz langsam bewegen. Draufdrücken kann ich nicht mit Spider. Das ist doof. Ich wüsste nicht, ob ich sonst da runterkommen könnte, ohne tot zu fallen. Ist auf jeden Fall ein großer Upa-Lift, das aussieht wie... Also Aufzug, das aussieht wie Levelende. Ja, muss der Ausgang sein. Aber wir sind mit Minoko immer noch nicht wieder vereint. Hm. Vielleicht kann Minoko jetzt irgendwo voraus. Vielleicht hat das Aktivieren des Dachs in was bei ihr bewirkt. Warum liegt hier auf dem Holz? Geländer, Kannibalen, Tote. Frage, nächste Frage. Achso, das ist der eine, der den Tod gefallen ist. Dann gehe ich mal ein bisschen mit Minoko zurück. Ich sag, es ist hier ist eine verschlossene Türe. Hm. Ist jetzt noch irgendwo anders irgendwelche Durchwege? Oh, ja, hier oben ist jetzt ein Kannibale. Warte, das schon. Ich bin gerade wieder mit Spider um. Vielleicht könnte ich was entdecken, was Chicken gesehen hat. Knopf ist nicht nutzbar. Aber von wo könnte Minoko hier ein? Hm, das ist ein Schacht. Neue Energiezelle created. Yay. Dafür hat mir der Kannibale Hälfte an Leben geraubt. Nicht yay. Der hat mich mit seinem langen, dünnen Speer gepiekst. Oh. Auf jeden Fall, der Lift muss bewegt werden. Ja, mit dem Knopf unten. Hm. Aber den kann nur ein Mensch drücken. Minoko muss auf jeden Fall hier reinkommen. Ist ein Weg vor zu öffnen. Ist auf jeden Fall eine Türe. Ich glaube, die musst du öffnen. Item reverted. Ich kann gerade nichts machen, weil ich nicht weiß, wo du bist. Bei mir ist jetzt ein Gang offen mit Spiegel. Vielleicht eine andere Seite vom Spiegellabyrinth? Stimmt. Vielleicht der untere Weg. Von dem falschen Spiegelraum. Eigentlich alleine durch ein Labyrinth. Oh. Hier
kann ich mich rechargen? Ah, ich höre dich. Hallo! Hallo! Ich sehe mich gerade um. Vielleicht kann ich da finden. Die Preise sind das viele. Okay, ich höre dich auch kämpfen. Oh, ist ein Durchgang. Ich glaube, ich bin dir auf der Spur. Ach nee, Chicken, das sind Spiegel. Natürlich sind da viele Kannibalen. Weitere Kannibalen entdeckt. Dann kann ich wieder zum Extraktor wechseln. Oh nein, Nahkämpfer. Das ist nicht gut. Ich höre dich. Ja. Nein, da hab ich auf den Boden geschleudert. Lass ablenken. Dann wechseln wir zu Stanley. Ach nein, du kannst ja nicht, wenn du angegriffen wirst. Komm. Du kannst ja auch im Kampf helfen. Ich hab nicht mehr viel Leben. Das ist nicht gut. Dass du nicht mich in Mitte einpacken könntest, das wäre lustig. Ich kann dich eigentlich schon wieder mitnehmen, nur dann muss ich dich wieder aufstellen. Ja. Also, dass ich darin gespeichert werde, im Turm. Dann mal so außer Reichweite nutzen kann. Sven ist weg. Also rausgegangen ja, bist aus ihm? Ja, nur so kann ich dir wieder zurück gehen. Interessant, ich verliere keine Energie, wenn es weiter verloren geht, wenn ich in Stanley drin bin. Pass auf, Ratte! Wird mutiert! Zwei Ratten. Stanley. Oh nein, er hat einen Tan. Oh nein, natürlich. Natürlich keine Balle. Ist aber fair. Ich wollte Minoko in Sicherheit stellen und dann, Black Rover. Keine Sorge, ich bin dann hier. Das heißt, ich wäre in deiner Nähe, wenn ich wüsste, wo du bist. Tot. Das hab ich schon gemerkt. Das schon mal du musst erstmal wieder hinlaufen. Wenn ich nicht überall raufklettern würde, Minoko auf, alles zu besteigen. Mit Urmutanten, Ratte. Item reverted. Relating item. So. So gerne, in welchem Checkpoint du warst. Ich höre gerade Kampf. Ich bin's nicht. Alright. Die Ratte und die Bale. Die haben gerade gekämpft. Die Ratte hat gewonnen. Okay. Ich komme mit Black Rover. Hallo. Ich hätte gerne ein Rematch. Item reverted. So, das ist die Aufladestation. Wenn ich eine Ratte wäre, wo wäre ich? Da vorne. Hallöchen! Bist du weit weg von mir? Komm mit ins Licht, Ratte. Hey, Dragon. Hey, piss nicht auf mich. Die Ratte im Dunkeln irgendwie nicht anvisieren. Bis gegen Gelf an. Ah, jetzt kann ich sie anvisieren. Bei dem Slash
Nicht hier vorhanden. Item reverted. Relating item. Gegen die erste Ratte war es lustiger. Mhm. Wo die Mikrofonprobleme aufgetreten sind. Leider hat man es nicht gehört. Naja, ich weiß ja nicht, wann das aufgetreten ist. Ich habe nur mal kurz reingehört. Ich habe nicht den kompletten Clip geguckt. Das ist auch eine kleine Ratte. Aber die ist noch nicht mutiert. Ah, da ist die Ratte. Hallo! Lauf nicht gegen die Wand, weil ein bisschen dumm. So, jetzt bist du wieder. Ist ein bisschen doof, dass Big Rover keine Taschenlampe hat. Hm. Oh Gott, das ist dieser krasse Chicken. Wie viel soll ich hier unten? Hm. Ah, das ist eine Wand zum Zerstören. Ah, jetzt weiß ich, wo du lang musst. Da ist sogar ein Checkpoint. Ah, oh, ein Checkpoint. Das hört man doch gern. Okay. Hier hat mich der Kannibale fertig gemacht in der Ecke. Hier. Was du mich sehen kannst. Aktuell nicht. Ich sehe dann der Schlampe. Hier. Ja. Einfach dann geradeaus und dann rechts. Aus. Geht's los? Mhm. Das ist auf jeden Fall sicher, da ist kein Gegner. Da ist ein Spielraum wieder. Am Ende des Ganges befindet sich auch der nächste Checkpoint. Yay. Yeah. Und hier oben ist André. André! Gegenüber vom Checkpoint. Yay! André, nicht in den Abgrund stürzen. Wir haben nicht das Haha. So nah. Wir haben nicht das Haha hier unten aufgemalt. Weiß ich nicht. Ich glaub, da soll ich vorhin nicht den Kopf nehmen. Auf jeden Fall geht's dann runter zum Rohr. Wand, behindere mich nicht. Und ganz unten ist sogar markierte Wand, die man anscheinend zerstören kann. Vorsicht, das ist ziemlich tiefer Sturz. Wow. Hallöchen. Okay, das ist... Welche Maschinen? Alter, hier stürzt ja alles zusammen. Ja, jetzt uralt dazu, ey. Minoko, aus da. Okay, was haben wir?